herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage und es geht über Koi-Teich, über Sättigung. Hallo Herr Kammerer, zunächst vielen Dank für Ihren tollen Videos und Blogs. Hier kann man sehr viele hilfreiche Tipps erhalten. Dankeschön. Bitte weiter. Jetzt habe ich eine Frage zu meinem 40.000 Liter Koi-Teich. Dieser ist mit 25 Koi zwischen 40 und 70 cm besetzt. Die Umwälzrate beträgt 35.000 Liter pro Stunde. Mein Filter ist wie folgt aufgebaut. Bürstenfilter Helix statisch 500 Liter und Helix bewegt 350 Liter. Zum Bewegen des Helix benutze ich eine 60er Highblow. Im Teich ist zusätzlich eine 60er Highblow. Die Eintragtiefe ist bei ca. 1,60 Meter. Jetzt sind meine Koi träge und verweigern die Futteraufnahme. Die Wasserwerte sind gut. Nitrit 0,05, pH 7,4, O2 9 Milligramm pro Liter. So, jetzt liegt das auch unten. Kann es sein, dass die Koi übersättigt sind von dem Sauerstoffgehalt? Ich freue mich auf eine Antwort von Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Santos. Santos hat geschrieben am 28. Mai. Also am 28. Mai, man muss sich immer eine Devise, das hat mir vor vielen Jahren ein Freund gelernt, und den Spruch müssen Sie sich immer beherzigen. Und den Spruch, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ich den nicht einmal zitiere. Vielleicht kennt der eine oder andere das Ockhamsche Rasiermesser. Das heißt einfach, ganz schlicht ausgedrückt, wenn es für einen Sachverhalt mehrere Erklärungen gibt, wähle die einfachste. Oder salopp auf Schwäbisch ausdrückt, das Häufige ist häufig und Seltene ist selten. Und bevor ich am 28. Mai über so eine Geschichte wie die Übersättigung, von der ich eh überzeugt bin, dass sie bei unseren Karpfen nicht die Bewandtnis hat, wie für viele andere Fische, zumindest nach dem, was ich alles gemessen habe und daraus Rückschlüsse habe ziehen können. Bevor ich an so etwas Kompliziertes wie eine Gasübersättigung, Sauerstoffübersättigung, CO2, falsche CO2-Werte denke, würde ich erstmal überlegen, was ist denn am 28. Mai? Nein, es ist nicht der Koi-Feiertag, es ist auch nicht Koi-Nobori, das ist der japanische Karpfenfeiertag, der ist, glaube ich, am 3. oder am 5. Mai, sondern da ist die Laichzeit. Das heißt, die Männchen beschnuppern die Weibchen und umgekehrt und es ist die Partnerwahl. Die Weibchen überlegen sich, will ich jetzt ableichen oder will ich nicht ableichen? Und diese hormonelle Verstörung, vielleicht haben Sie mal einen Hund, einen männlichen, einen Rüden daheim gehabt und die Nachbarhündin ist läufig. Ich sage Ihnen, Ihren Rüde kann noch so verfressen sein, da kann es Ihnen passieren, dass der mal zwei Wochen fast gar nichts frisst. Ich habe einen Freund, der hat einen Hund, einen Rüden, der ist sowas von dauergeil, wenn der irgendwo in der Nachbarschaft eine läufige Hündin, der vergisst Fressen, Schlafen, der vergisst alles, der lässt sich am lebendigen Leib verhungern. Und bei den Koi ist es am Ende nicht anders. Wenn die Laichzeit kommt, machen die blöd. Und da ist es ganz normal, dass sie mal eine Woche nicht fressen. Ja? Das ist absolut nicht unnormal. Und was ich auch schon häufig erlebt habe, da kann es sogar durchaus sein, dass in den frühen Morgenstunden, wenn sie überhaupt nicht am Teich sind, dass da der ein oder andere Fisch ableicht. Das muss nicht immer das Riesenspektakel sein. Das kann auch mal ganz schnell gehen. Dann leicht einer ab und dann fressen die anderen ganz schnell den Laich. Das müssen Sie auch nicht unbedingt sehen. Das habe ich schon oft erlebt. Ich bin auch schon an Teiche gekommen, da habe ich zu den Leuten gesagt, ihre Koi haben abgeleicht, weil die gar nicht wussten, wie das aussieht, wenn da irgendwo Eier hängen. So, und dann fressen sich die Koi noch vor Sonnenaufgang voll und wenn Sie dann um 9 Uhr mit der Futterdose dastehen, Fifi, Hansi, dann passiert da halt nichts mehr, weil die sind erstmal satt, die sind abgekämpft und die wollen in der nächsten Nacht gleich wieder mopsen. Also so sagen wir im Schwäbischen zum zwischenmenschlichen Liebesakt. Ja? So, und das kann sich dann einige Wochen ziehen und darum ist auch der Juni nicht gerade der Monat, wo man sagt, das ist jetzt der Monat, wo gefüttert wird und wo die Fische unglaublich wachsen. Das sind dann eigentlich eher die Monate August, September, dann wenn die Laichzeit vorbei ist, wenn die Kollegen mal wieder einigermaßen klar im Kopf sind, dann wird gewachsen, dann wird sie auf den Winter konditioniert. Aber Mai, Juni bis Mitte Juli, da kann es in vielen Teichen einfach aus diesem Grund sein, dass die Fische einfach träge sind, dass sie nicht richtig fressen wollen. So. Und das ist Ockhamsche Rasiermesser. Gibt es für einen Sachverhalt mehrere Erklärungen, ziehe die einfachste heran. Und das ist die einfachste Erklärung, weil sie wirklich, ich verspreche es Ihnen, auf weit über 90% aller Fälle zutrifft. Und genauso ist es mit den bakteriellen Geschichten. Glauben Sie mir, wenn mir Leute erzählen, sie haben die bakterielle Pest im Teich, in über 90% der Fälle, und ich habe die Zahl schon deutlich nach oben korrigiert in meinen Blogs, in über 90% der Fälle war davor das Zusetzen eines neuen Koi. Punkt. Es kann in seltenen Fällen, in wirklich seltenen Fällen passieren, dass das ohne äußeres Zutun, ohne den Eintrag eines
fremden Bakteriums, dass es zu bakteriellen Problemen kommt. Aber A, sind die in der Regel nie so pervers wie die, wo man sich holt, also mit so riesen Löchern, verfressene Mäuler und verfressene Flossen. Die, sage ich Ihnen, sind fast zu 100%, also wenn so ein richtig epidemischer Befall ist, ist so nahezu 100% auf das Zusetzen zurückzuführen. Wenn man selber jetzt mal aus irgendeinem Grund, weil die Wasserwerte völlig aus dem Ruder gelaufen sind, sieht das in der Regel anders aus und ist auch viel, viel einfacher zu therapieren. Also, das Einfache ist häufig, das Häufige ist häufig und Seltene ist selten. So einfach ist das. In diesem Sinne, Sandus, durchatmen, der Juni ist bald vorbei und dann werden deine Koi auch wieder fressen und werden deutlich agiler werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog. Ciao.